Ich bin ganz froh, dass mit allem, was es heute zu Lützeburg eine gute Sache gibt, habe ich auch bei mir im Plateau, der Patron von der Bäckerei, José Jean-Marie, der Jean-Marie Neuberg. Jean-Marie, guten Mittag. Guten Mittag, alle gut. Wenn ich mich erinnere an den Textbau-Gast, wo du ja eh von den Hauptakteuren warst, dann weiß ich, dass du mir schon wegen dem Tag erzählt hast, wir gehen hier überall, wir kommen nicht nur. Ich denke, hier auf der Fahrer wie Koller ist nicht ernst, oder? Nein, Gott sei Dank ist es nicht ernst, dass das Vierterspiel gerade heute nicht so an uns gehört, aber die Leute sind heute, die Leute sind zufrieden. Die Leute kommen froh, dass ja das, was für uns wichtig ist, dass Leute froh stellen, dass wir uns können erklären, wie wir das machen, wie wir das machen und das ist richtig flott. Ich wollte Martin eigentlich speziell auf die Kehre vom See gehen, weil das auch ein Herzensprojekt von der Rast, dass das Gips fertig bringen als Bäckerei, all den Produkten mit lokal aufgebautem Wes an Kehren zu machen. Das wäre ja eine Challenge, wenn in der du geht, weil muss ich dann dafür sorgen, dass du etwas nur kannst. Du hast im Moment 17, 18 Bäckereien. 18 Bäckereien. Der Kaktus ist der nächste Klient. Je, du könntest aber schon eine Masse zusammen, da muss ich präzisieren, an alle Jahre präzisieren, weil Kehren gehen nicht mal mehr, mal mehr. Wie ist das Projekt umgegangen und wie ist das verlaufen? Ja, also vier, fünf Jahre kann ich so, sind die ersten Gespräche gelaufen. Und der Naturpark Gubersauer, den hat direkt den Open Door. Den hat sich auch in Bewegung gesetzt und du geguckt, durch Bauern zu fangen, für mal auf die Weg zu gehen. Weil was für die Bäckerei ganz wichtig wäre, dass wir in Aufbau machen, dass wir uns Trinkwasser aus dem Naturpark Gubersauer von unserem See schützen. Weil das sind aber immerhin 80% vom Lützebäuer Land, die das Wasser trinken. Und wir wollten Eisen, ja, Eisenklängen, Dinge dazu beitragen. Gott sei Dank haben wir Bauern gefunden, die mal auf die Weg gegangen sind. Ich meine, du hast die ganze Lastenheft ausgeschafft, die mit dem Ministerium, mit der Seebes, mit der Lerku. Da wird schon wirklich alles kontrolliert. Und wir sind hoffentlich, dass wir noch 3 Jahre die erste Rekord rekruten, letztes Jahr die zweite, die noch besser wäre. Und wir hoffen, dass das Jahr 4. Jahre mit spielt. Und ich denke, wir sind am richtigen Weg. Wir müssen die Leute logisch mal auf den Weg gehen, dass das ganz wichtig ist, wenn wir da machen. Und was auch nicht zu vergessen ist, wir wollten noch, dass Bauern einen fairen Preis kriegen. Hier ist es nicht, dass der Bauer gesagt hat, ich hätte das gerne, oder der Bäcker gesagt hat, ich kann da nicht mehr gehen. Nein, hier sind Leute von der Naturpark Gubersauer, die haben das berechnet. Und genau den fairen Preis, den kriegen die Bauern von uns bezahlt. Ein Challenge ist, auf 100% zu gehen von der Produktion denken. Ich meine, auf wie viel Prozent sind wir im Moment? Also ich denke, dass wir im Moment auf 60% sind von unserem Bedarf. Das muss ich immer wissen, nicht immer alles als möglich mit Mehler. Ich muss ihn wissen, die Mehler, die wir sonst üblich fanden, die sind schon so trittiert, dass der Bäcker der Bänger Erde weiß, mehr einfach hat. Und die Heimmehler, die kommen wirklich wie die Kehr, du hast an eine Bäckerei, und wir müssen uns immer adaptieren. Weil, wie gesagt, ein Gras mehr Sonne, ein Gras mehr Regen, der Kehr ist ernst. Das ist nicht, dass der Kehr immer selbig ist. Und wir müssen alle als Rezepte dann alle Jahre neu adaptieren. Und dafür muss man den Prozess auch lösen. Nicht, dass wir als Jungen an der Produktion, die dürfen wir da nicht vergessen, weil die sind die, die es nur müssen verschaffen. Mhm. Und das ist noch immer handhabig, das lässt sich nicht ernst das machen. Nein, genau das ist es. Und ich meine, letztes Jahr haben wir Port du Wert für uns 20 Jahre, José Jean-Marie, Leute, die bei uns kommen. Sie sind nicht mehr die großen Maschinen, die sind nicht bei uns fahren. Wir arbeiten mit Leuten. Und das ist der Vierteil. Die Leute, die fühlen den dich und die können reagieren. Eine Maschine, die kriegt etwas und die reagiert nicht. Und hier haben wir die Chance mit diesen Leuten, dass die eben immer die Mathe so können verschaffen, wie Mathe dann noch den Moment braucht. Und du selber willst mal ein gutes Beispiel führen und du kannst selber als Patron die 3D all der von uns besuchen, ob das wäre, für den Passion weiterzugehen. Du brauchst Leute, die braucht alle gute Leute. Wir brauchen alle gute Leute. Was mich selber betrifft, ist natürlich für einen Betrieb von 200 Leuten nicht immer einfach, all Tage an der Bäckerei zu stehen. Mit das ist meine Passion, das ist mein Leben. Bäcker ist für mich noch immer der schönste Beruf in der Welt. Und ich meine das wirklich mit Herz. Was ich gerne sage, ist, wir schwätzen alle Guten da draußen. Wir brauchen Handwerker. Und ich meine das einfach mal, dass Leute sich bewusst gehen da draußen, dass Handwerk Zukunft ist. Am Handwerk hat Geld verdient, das Handwerk hat sich modernisiert, es ist nicht mehr das schwer zu schaffen. Wenn ich unseren Beruf gucke, an der Nähe schaffen, schwer schaffen, bei Hütz schaffen, Betriebe haben sich adaptiert. Und da ist halt vieles möglich. Und ich denke, jeder kann sein Leben machen. Ich habe Leschke, wenn ich die Geschichte erzähle, mit Eltern zu denen, die sich darum gestritten haben, ob ihr Kanter soll auf den Code gehen oder Richter oder Doktor. Und ich habe gesagt, wir werden nicht einfach Bäcker.
Ja, so, Madame, die doch einfach schwätzen, die sind Lopatra. So, ich ja nee, Madame, so, ich ist angefangen, wäre ich auch nicht mehr Bäcker. Und ich meine, dass ich für sein Weh kann machen, auch gut kann leben, aber wer die Eltern nicht sollen vergessen, kann er muss 40 Jahre lang arbeiten gehen, also sie müssen das gerne mehr zu machen, weil sonst geht die lang leben. Du hast so einen Satz gesagt, den hat mir nicht gefallen, das war den, ich wäre nicht mehr Bäcker. Du wärst Bäcker mit aller Passion und mit allen Talenten, die sie da rakrosen. Ich meine, das ist eine Vokation, wenn in diesem Beruf fehlt, obwohl bei dir an zwei gelöst kaufen daheim ist. Ne? Ja, ich hatte zwei Monien, die Bäcker waren. Und ich hatte die Geschichte auch schon gestern erzählt. Mein Bruder, als du noch Bäcker gehen, ich hatte eigentlich am Kopf für Koffer zu gehen. Aber voilà. Vielleicht bin ich mehr, dass ich irgendwann gefährt und ich gehe gerne in die Bäckerei, du gesagt könnte ich, dann sind ich natürlich auch Bäcker gehen. Du bist ranga schlank, fit wie ein Turnstab, misst viel Sport mit, trotzdem, gewiss Geheimnis, wie kann ich, mit so viel Tentation, so viel gutem Brot, so viel Kaffeeskischelchen, so viel Kuchen, so schlank bleiben? Ja, ich meine, das gerade einfach an den Weg gelehrt. Ich meine, wenn mein Bruder noch heim wird, der gibt schließlich den Kontra so, den nehme ich nicht die Chance, dass er alle alles kann essen. Da geht der relativ, der geht dann ab wie dich. Und ich habe eben die Chance, dass bei mir, wenn ich aussetze, ich kann den Leuten garantieren, ich esse all der Sachen von euch. Ein froh trotzdem noch zum Schluss, ihr mal im Rausschalten bei uns Korrespondenten. Gluten, also ein großes Thema an der ganzen Branche. Kehren vom See an Gluten, ist das kompatibel mit Stärzen? Also muss ich wissen, die Leute, die wirklich eine Glutenintoleranz haben, und das sind immer 2-3%, die müssen wirklich auf Gluten zu 100% verzichten. Von mal heute, viele Leute, die so nicht schon den Mohr abgequollen oder Brot essen oder so. Und das ist keine Glutenintoleranz. Und da sind schon mal die Leute, probiert Spelzbrot bei euch. Spelz hat Mannergluten, viel Mannergluten. Das dürfte auch ein bisschen schwer zu verschaffen wie euch Bäcker. Aber das ist viel leicht verdaulich. Du hast mehr ein Kapernischer damit. Der wird gesehen, wo das sonst 3-4 ist, ist das 6. Weil das viel leicht zu verdauen. Und das hilft schon ganz viel. Das werde ich nur probieren. Mit gutem Apple-Kompott drauf, so wie ihr das gerne hört. Jean-Marie, vielmals merci. Da wären viele interessante Elemente dran.